Thank you.
sehr, sehr sauber weggekommen. Jetzt müssen wir das Ganze noch einmal wiederholen. Dafür gibt es natürlich eine Strafe. Aber jetzt ist alles sauber, jetzt passt es. Und das ist ein sehr, sehr guter Start im Mitsubishi Colt von Ivo van de Brand, der sich vorne an die Spitze setzen kann. Dahinter dann das rote Auto. Op 3 hebben we Johan Quinten met de BMW en op 4 ondertussen de Volkswagen Polo met Jorik van Bosselaar. Also, da haben wir die Startnummer 48 bereits in der Joker-Lab gesehen. Jorik van Bosselaar. Van Dassela schafft es da auf die zweite Position zu gehen und jetzt muss Davy van den Branden diese Lücke irgendwie öffnen, um die Führung zu behalten. Super spannender Lauf hier gerade bei den Super Nationals. Prestatie van Jorrit van Bosselaar, want terwijl dat Davy van den Branden ook zijn jokerlet moet doen, is Jorrit van Bosselaar nu naar de leiding gekomen. Mooi gedaan van de man. Mooi.
Johan Quinten, Ruud Lafrijzen en Fabian Verburg. En Jorrit van Dasselaren doet wat goed en hebben echt van de vooraan Jorrit van Dasselaar met een mooie voorsprong. Johan Quinten en Ruud Lafrijzen hebben bereid gejokerd om Jan in de kant van de dame natuurlijk in de rennen. Den Anschluss verpasst, aber vorne an der Spitze fand, dass er da wirklich mit einer phänomenalen Leistung hier. Ja, Jorrit van Dasselaar doet het super goed, super sterk met de rode vlag. Om deze tweede Position zu übernehmen und der. Da ist er gejokert, ja ist er. Okay, den habe ich gerade nicht auf dem Schirm gehabt, dass er schon drin gewesen ist. Ja, und das ist ein Rieks-Overwing von Jorrit van Dasselaar. Mooi gedaan.
zijn Ivo van den Branden met de Mitsubishi Colt. En op de derde plaats Joël Sterks met de Civic. En Andy Kassen in de knalrode Fortuna staat hier met een super sterk. Maar dat geldt ook voor Peter van den Rijden. Voor deze Kasse, dann Joel Strax, aber da hinten geht es doch ordentlich zur Sache und wir haben hier noch ein bisschen Distanz in diesem Finale, aber alles schon gejokert, jetzt muss es auf der Strecke klappen. Dass er jetzt nochmal ordentlich Gas gibt und versucht ranzukommen. Allein in der letzten Runde 3 Sekunden. Gut gemacht auf Peter van de Weg. Und auch in dieser Runde waren es wieder so um die 6 Zehntel, die er aufholen konnte. Also das wird jetzt nochmal ein richtig spannendes Finale vorne. Derde plaats voor Johan Quinten, iets verder op en die kassen. Mooi vinden we en zowel straks. Dat ook de Johan Quinten en zijn de eindigheid weer heeft. Dat is de laatste.